Hallo bei Kritik. Heute geht es um den Film Rico, Oscar und die Tieferschatten. Und in dem Film geht es eben um Rico, das ist ein tiefbegabtes Kind, so nennt er es jedenfalls selber. Und das Kind lebt mit der Mutter, gespielt von Caroline Herfurth in Berlin. Und eigentlich hat Rico nicht so richtig viele Freunde, doch irgendwann trifft er auf den jungen Oscar. Und Oscar ist genau das Gegenteil, denn er ist hochbegabt und irgendwie ergänzen sich die beiden dann in einer Freundschaft. Der eine ist eben sehr intelligent, der andere ist nicht so intelligent, doch trotzdem haben beide ihre Vor- und Nachteile. Und somit ist das eine sehr schöne Freundschaft. Außerdem kommt dann noch ein Übeltäter nach Berlin, und zwar der Schnäppchen Mega Mister 2000, und der entführt Kinder und verlangt dann eine Lösesumme von 2000 Euro, um die Kinder wieder an die Eltern zu überreichen. Die Polizei versucht, diesen Übeltäter zu fangen, schafft es aber nicht, und so geraten Rico und Oscar relativ unfreiwillig in dieses Abenteuer mit hinein und kommen diesem Übeltäter dann irgendwie auf die Schliche, versuchen es jedenfalls. Und wie das Ganze aussieht, das seht ihr im Trailer. Also schaut euch mal ganz kurz den Trailer an und danach kommt meine kurze Filmkritik dazu. Zwei sehr unterschiedliche Jungs. Ich heiße Oscar. Ich heiße Rico. Werden die dicksten Freunde. Kann es sein, dass du ein bisschen doof bist? Ich bin ein tiefbegabtes Kind. Tatsache, ich bin hochbegabt. Echt? Ich kann die ersten 110 Primzahlen auswendig. Rico, Oscar und die Tieferschatten. Nach dem Bestseller von Andreas Steinhöfel. Können wir denn schon bis 5 zählen? Wir können sogar bis 7 zählen. Und seit wann trägt man solche Dinger zum Fahrradfahren? Ich habe kein Fahrrad. Motorrad ja sicher auch nicht. Was bist du denn für einer? Verstärkung aus der Klapse oder was? Hallo? Kannst nicht sprechen. Taubdumm, wa? Frech und mutig wie Superhelden. Sie müffeln. Und sie sollten dankbar sein, dass es bei uns fließendes Wasser und Seife gibt. Und sie sollten Gebrauch davon machen. Erforschen sie die Tieferschatten. Was für Schatten? Ja, Tieferschatten. Die sind tiefer. Tief in den Räumen. Das ist der Weg zu den Schatten. Wieso hat er alles abgeschlossen? Das Hinterhaus ist einsturzgefährlich. Das Haus ist was? Und jagen Mr. 2000, den Schnäppchenentführer. Warum Schnäppchenentführer? Na, weil seine Entführung so billig sind. Hast du eigentlich Angst vor Mr. 2000? Quatsch, du? Quatsch. Ah! Doch wenn du da bist und alles winkt so. Agent, you ready? Ich hab ne Nudel gefunden. Na, das ist ja mal ein Knaller. Mein Kopf spielt Bingo. Vielleicht ist ja Fitzke der Schnäppchenentführer. Sind Sie verheiratet? Nein. Und haben Sie eine Freundin? Rico. Hey, Spaghetti Spaß, die machen unser Wohnmobil nicht kaputt. Also nehmen Sie mich mit? Sei mein Gast. Doch wenn du da bist. Mr. 2000, ich weiß, wo er wohnt. So, jetzt würde ich gerne losfahren. Bist du bescheuert? Der macht Hackfleisch aus uns. Lass mich nicht unhöflich behandeln, nur weil ich ein Kind bin. Rico, Oscar und die Tieferschatten. Ich bin ab Donnerstag, 10. Juli, nur im Kino. Mann, Mann, Mann. Ja, und ihr wisst schon, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn es um deutsche Filme geht, gerade weil es in der letzten Zeit einige gab, die ziemlich ähnlich sind, wobei diesen, muss ich sagen, ist ein sehr süßer Film, der ein bisschen in eine andere Richtung geht und auf jeden Fall sehr nett anzuschauen ist. Und die Frage ist jetzt, woran liegt das eigentlich? Und als allererstes finde ich es erstmal ziemlich gut, dass Rico und die Oscar und die Tieferschatten nicht versucht, größer zu sein, als er eigentlich ist, denn man sagt sich ja einfach, okay, wir haben eine kleine Geschichte, die ist eher für die Familie, für kleinere Kinder gedacht, und wir versuchen jetzt gar nicht durch irgendwelche epischen Kamerafahrten oder so was Größeres zu sein, als wir eigentlich sind. Und man zeigt schon früh, das ist eine kleine Geschichte, die ist jetzt für das richtige Publikum auch ein bisschen spannend, und man hat hier eben einige Aspekte, die hier reingeschmissen werden, und wir wollen jetzt auch nicht viel mehr sein, das finde ich schon mal ziemlich gut, denn es gibt öfters mal so kleinere Filme, die dann einfach so auf episch und überspannend machen, das sind sie letztendlich aber gar nicht, und das versucht man hier eben nicht, und das finde ich ist schon mal ein guter Pluspunkt. Außerdem hat man hier eben auf der erwachsenen schauspielerischen Seite auch einige sehr bekannte Gesichter, sei es Axel Prahl oder Anke Engelke, die eher kleinere Rollen haben. Dafür hat man auch große Rollen wie Caroline Herfurth oder Milan Peschel, die man ja beide auch öfters mal in deutschen Filmen sieht in der letzten Zeit, und die machen natürlich ihre Rolle auch dementsprechend ziemlich gut. Auf der jungen Seite haben wir dann eher bei Rico, Oscar und Rico und Oscar eher jüngere Schauspieler, die für ihr Alter auch ziemlich gut spielen, wobei da kann man auch hier und da mal sagen, ist ein bisschen aufgesetzt, aber das werfe ich den beiden auch überhaupt nicht vor, denn in dem Alter konnte ich noch gar nichts, also bin ich da sehr froh, dass die beiden das ziemlich gut machen, und somit sind die Schauspieler auch alle ziemlich gut abgedeckt, und die Geschichte ist dann eben auch ein bisschen spannend, hat einige coole Aspekte, und was ich persönlich dann auch immer mag, wenn man da noch mal ein bisschen tiefer gehen kann und da noch eine andere Ebene drin ist. Und zwar finde ich, ist hier Rico, der ja eigentlich tiefbegabt ist, eine ziemlich coole Person, denn die schaut eben so unvoreingenommen in die Welt und stellt ein paar sehr unangenehme Fragen auch so zu den Erwachsenen. Das finde ich irgendwie ziemlich cool, und vor allem dieses Unvoreingenommene fehlt ja einigen Erwachsenen, und das hat man hier eben in Rico irgendwie ein bisschen verkörpert, und das finde ich ziemlich cool gemacht, und somit kommen auch viele sehr komische Situationen da auch in diesem Kontrast zwischen hochbegabt und tiefbegabt in diesen Film rein, und da kann man dann auch als Älterer mal ein bisschen Spaß haben.
haben. Wobei man sagen muss, im Großen und Ganzen ist es eben ein Film für die jüngere Zielgruppe, aber da funktioniert er auch und somit bekommt der Film von mir auch 6 von 10 möglichen Punkten. Und ihr könnt diesen Film am 10. Juli in den deutschen Kinos betrachten und begutachten und dann schreibt mir bitte doch eure Meinung in die Kommentare, beziehungsweise werdet ihr euch den Film überhaupt angucken? Bitte alles das da unten in die Kommentare. Und jetzt zum Ende werfen wir mal ganz kurz einen Blick auf die Endcard. Herzlich willkommen auf der Endcard und an diesem Kasten findet ihr alle meine Social Media Links. Außerdem kommt ihr auch da zu der Umfrage zu dem Film, auf den ihr euch im jeweils aktuellen Monat am meisten freut. Darunter könnt ihr mich gerne abonnieren und ihr könnt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben geben, falls es euch gefallen hat. Ansonsten kommt ihr wie immer dazu einer anderen Kritik und dann noch zu einem anderen Trailer. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis demnächst.